einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich die Ute wieder mit bei mir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass ich dabei sein darf, ja. Wir hatten ja schon mal ganz am Anfang ein Interview zusammen gemacht. Ja, das... Vor ein paar Jahren. Das ist schon eine ganze Weile her. Seitdem hat sich viel verändert. Das Studio an sich gibt es so, an der Hinsicht hat sich verändert. Auch der Kanal ist gewachsen. Und auch das Projekt von dir, wo wir damals drüber geredet haben, auch die Stiftung. Von uns. Von uns, genau. Das ist unser Projekt. Ja. Genau. Auch die Stiftung ist gewachsen im Prinzip im Hintergrund und hat immer mehr Projekte gestartet. Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen uns unterhalten, was denn da so alles passiert ist. Magst du uns mal erzählen, wie das Ganze denn angefangen hat, wo denn wirklich der Anfang war und was denn das erste Projekt war? Also das erste Projekt der Stiftung war, ich glaube, 2017. Da hatte ich versucht, die Stiftung einmal nur ein bisschen bekannt zu machen, weil sie ganz neu war. Und das war ein kleines Gesangsprojekt. Es waren 11 einander unbekannte junge Leute aus 10 verschiedenen Ländern, die sich 8 Tage lang zusammenfanden, um gemeinsam zu singen. Und das haben wir aufgeführt dann in einer Gemeindehalle. Das war sehr erfolgreich, sehr schön und auch eine sehr freundschaftlich angenehme Zeit. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal bei dir gelandet in deinem Büro und sah einige neue Drucker, für mich völlig unbekannt, und eine Menge Material und einige von dir selbst gedruckte Elemente und dazu deine Informationen, was man damit alles machen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist absolut etwas für die Schule und für junge Leute, denn das ist Berufsorientierung und das ist eigentlich die Zukunft. Und das hat sich mittlerweile auch durchaus erwiesen. Damals war es noch völlig unbekannt und weithin unbekannt. Wir wurden mit Fragezeichen eigentlich übersät, aber es hat sich mittlerweile gezeigt, dass die Jugendlichen es wissen, sehr gut wissen, manchmal besser als ein Lehrer wissen, und dass sie zunehmend interessiert sind, teilzunehmen. Daraus ist dann das Projekt in der einen Schule hier in Bad Soden entstanden, wo wir dann erstmal damals 4 top aktuelle Prusa i3 MK3 besorgt haben. Ja. Das war damals das Flaggschiff sozusagen, was so auf dem Markt geherrscht hat, so für den Konsumerbereich, ausgenommen von anderen Herstellern, die natürlich noch deutlich teurer gewesen wären. Ja. Und aber die das, auch leicht zu handeln waren. Richtig. Ja. Pflegeleicht. Pflegeleicht, was ja wichtig ist. Genau. Und auch nicht so reparaturanfällig, was ja auch wichtig ist. Ja. Und dann hatte ich das große Glück, für dieses Projekt einen Herrn Schweizer zu gewinnen, der sich bei mir und der Stiftung gemeldet hat und mitmachen wollte. Ehrenamtlich, die ganze Zeit dabei war, noch immer dabei ist. Und das ist einfach ein Glück. Er hat die 2 Jahre dort an der Gesamtschule die Sache mit den Lehrern begleitet, den Unterricht mit den Lehrern begleitet und hat anschließend die Drucker weitergegeben und den Unterricht weitergeführt an der nächsten Schule und begleitet. Und jetzt machen wir das Ganze an der dritten Schule, sodass der 3D-Unterricht an 3 Schulen jetzt bisher schon 7 Jahre läuft. Okay, cool. Das sind jetzt 7 Jahre. Ja. Und wenn ich zurück überlege, ja, da habe ich damals auch meinen Prusa quasi mitgekauft, weil ich wissen wollte, wie das Ding funktioniert. Das war schon echt eine wilde Zeit. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten beim Markus im Büro. Markus Schweizer. Genau, damals im Büro bei ihm die Schulung für die Lehrer gemacht und die Lehrer haben da gestanden und haben erstmal gar nichts verstanden. Ja. Und das war völlig neu für alle. Richtig. Das haben wir gemerkt, also das war wirklich nicht so wie heute, dass man heute in die Schule kommt und sagt so, hey, hier 3D-Drucker und alle sagen so, ja, cool, kennen wir, wollen wir gerne haben, haben wir zu Hause schon einen stehen. Ja. Sondern damals war das eher so, was ist denn das? Kann man das essen? Was produziert das und wie funktioniert das? Und die Lehrer haben quasi komplett von Scratch angefangen. Ja. Und das war schon echt eine wilde Zeit. Das war so ein bisschen Wilder Westen schon fast. Ja, ne? Aber
Er ist nicht mehr wild. Nee. Er ist durchaus bekannt. Ja. Mhm. Du hast gesagt gehabt, okay, ihr habt jetzt insgesamt 3 Schulen in den 7 Jahren jetzt ausgestattet. 3 Schulen mit 3D-Druckern und genau. In der Zwischenzeit hatte ich ja noch ein weiteres Projekt laufen. Da kommen wir gleich zu. Nicht so weit vorgreifen. Okay, ja, alles klar. Nee, aber 3 Schulen mit 3D-Druckern, das heißt also... Die dritte jetzt. Genau. Mit der fange ich jetzt an, ja. Richtig. Das heißt, ihr habt jetzt aber nicht 3 Schulen komplett mit 3D-Druckern ausgestattet, sondern wie ist das Ganze denn abgelaufen? Also die ersten 4 Drucker. Mhm. 4 3D-Drucker waren an der ersten Gesamtschule hier. Mhm. Und die Gesamtschule hatte nach 2 Jahren die Möglichkeit, eigene Drucker anzuschaffen und wir konnten unsere Drucker dann an die nächste Schule weitergeben. Mhm. Das war dann ein Gymnasium hier im Umkreis, mhm. die übrigens damit enorme Dinge gemacht haben, mehrere Preise bekommen haben bei Jugendforscht und bei MINT-Messen. Und okay, und was haben die damit gebaut jetzt entsprechend? Also zum Beispiel haben sie einmal ein Messgerät gebaut während der Corona-Krise, weil ja damals Lüftung überall angesagt waren und die Vorgabe bei so und so viel Belastung im Raum musste gelüftet werden. Und dann haben sie ein Messgerät gebaut und haben diese Aerosole gemessen und danach auch einen Indikator aufgebaut, der anzeigte, wann die kritische Stelle erreicht war und dann zeichnete er auf rot und vorher. Und da haben sie das Gehäuse quasi. Die Aerosolbelastung wieder normal und dann war wieder das Lämpchen auf grün. Und das wurde dann nachher immer weiterentwickelt. Mhm. Und dann haben sie nachher ganz zum Schluss auch Dinge gescannt. Mhm. Also nicht nur selbst entworfen am PC und dann selber dem Drucker den Befehl gegeben zum Drucken, sondern auch zum Beispiel ihre eigenen Köpfe gescannt, indem einfach ein Schüler um den jeweils anderen mit der Kamera herumgegangen ist. Mit der Smartphone-Kamera oder habt ihr da einen Scanner gehabt in der Hinsicht, um das zu scannen? Nein, sie haben einen Scanner gehabt, ja. Okay. Denke ich mal. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool, also was sie dann angestellt haben, ja. Das ist schon nicht ganz einfach, das ist schon was für Fortgeschrittene, ne? Ja, ja. Also sie haben zwei Möglichkeiten des Scannens ausprobiert, und zwar erstmal auf einem Drehteller einen Schlüssel mit Knetpaste aufgesetzt und den gescannt mit einer stabilen Kamera. Mhm. Und das Zweite hat sich eben die Kamera bewegt. Ja, cool. Um das feste Objekt. Nicht schlecht, schlecht. Ja. Also sie haben enorm viele Dinge, schöne Dinge gemacht, ja. Und was passiert jetzt in der dritten Schule? Die kriegen jetzt das ist ganz neu. Die dritte Schule bekommt jetzt diese Drucker von der zweiten, die in der Zwischenzeit auch mehrere Drucker hat und nach einigen Jahren ja nun wirklich selbstständig geworden ist. Mhm. Und die dritte Schule ist wieder eine Gesamtschule und die bekommt jetzt diese Drucker. Und das ist ganz neu, weil sie wohl sehr gerne damit arbeiten wollen. In der ersten Schule war es ein Wahlpflichtfach und in der zweiten Schule eine AG, auch bewirkt durch diese Corona-Zeit, die ja nur sehr sporadisch immer Dinge ermöglichte. Und jetzt wird es vielleicht wieder ein Wahlpflichtfach, was ja auch eine höhere Valenz hat, weil es bewertet wird, benotet wird, Zeugnis. Und es wurde dann eben auch jedem Schüler eine kleine Urkunde übergeben mit 3 Zeilen, erfolgreich teilgenommen an diesem 3D-Druckunterricht. Mhm. Und ich denke, wenn man dieses kleine Zeugnis dann bei einer Bewerbung mit einreichen kann, ist das bestimmt durchaus ein absolut, ein positives
Ja. Mhm. Ja. Die zweite Schule hat aber dann jetzt nicht irgendwie gar keine Drucker mehr, oder haben die sich auch wieder neue Drucker selbst besorgt? Die zweite hatten mittlerweile noch weitere Drucker. Okay. Und wird jetzt wahrscheinlich auch eigene Drucker haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass die zu wenige Drucker haben. Mhm. Die haben von allen Seiten so viele Möglichkeiten. Ja, klar. Und jetzt sollte es die dritte Schule wieder neu einrichten, denke ich. Denn alle sollten ein bisschen gleiche Qualität. Ja, absolut. Jetzt hat aber deine Stiftung nicht nur mit 3D-Druck zu tun, sondern hast eben schon mal angeschnitten, habe ich ja gesagt, wir kommen gleich nochmal dazu, du hast auch noch andere Projekte. Am Anfang hatten wir das mit dem Gesangsthema gehabt. Ja, ja. Und jetzt hast du aber hier nochmal andere Projekte, wie zum Beispiel hier so ein Nachhilfeprojekt. Kannst du uns darüber nochmal ein bisschen was erzählen? Ja, das war eine Grundschule hier in Bad Soden. Und da hatte ich, das war auch wieder Corona-Zeit, hatte ich ein ganzes Jahr Helfer organisiert, die also Studenten oder auch Schüler, erwachsene Schüler und Mütter, die gegen ein kleines Salär sich bereit erklärten, die Kinder von 1 bis 4, die Schule aussuchte, zu unterrichten. Mhm. Das ist nach einem Jahr lang leider nicht weitergeführt worden, weil es ja auch ein Riesenaufwand für die Schule ist, jeweils die Zuordnung von Kind zu Helfer, welches Kind hat wann schulfrei. Und es sollte natürlich auch nach dem Unterricht direkt in der Schule sein, damit das Kind nicht erst nach Hause musste. Und dazu den Helfer, wer hat in dieser Zeit dann gerade frei? Das hat ja auch nicht jeder. Ja. Es war damals in der Corona-Zeit auch so, dass die Studenten und Studentinnen eher die Möglichkeit hatten, flexibel zu sein, weil sie ja im Homeoffice waren und dann die Zeit eben auch durchaus frei waren, frei verfügen konnten. Ja. Ja, das war sehr, sehr schön. In der Zeit hat jeweils eine Lehrkraft sozusagen ein Kind eine ganze Stunde betreut. Mhm. Und das war natürlich für die Kinder was ganz Besonderes, dass sie, dass ein Erwachsener sich eine Stunde nur um es selber bemühte. Und manche Kinder wollten also gar nicht aufhören mit der Stunde und wollten gar nicht recht nach Hause. Ja, da wird sich halt wirklich intensiv um die Kinder auch dann gekümmert. Ja. Und es ging natürlich nicht nur um Mathe und Deutsch, es ging auch um einen Aufbau eines Vertrauens und erzählen und Spaß machen und mal miteinander lachen. Und das war waren manche Beziehungen gewachsen, die sehr, sehr schön waren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Nochmal zurückkommt auf 3D-Druck. Wir hatten ja damals jetzt hier auch verschiedene Ausstellungen alles drum und dran gehabt. Und wir sind auch auf Messen gegangen, beziehungsweise auf eine Messe, auf die Formnext. Ja, ja. Ist denn da nochmal irgendwas in der Richtung geplant jetzt in der Richtung, dass da nochmal vielleicht irgendwie, das war ja damals auch in der Zusammenarbeit mit der Frankfurter Messe, mit der Messago. Ja, ja, da ist gar nichts mehr gekommen. Da kam auch wieder Corona dazwischen. Mhm. Denn da hatten wir viele Ansätze eigentlich. Mhm. Wir waren auch eingeladen zum Jugendforscht. Aber das war alles sehr aufwendig und da war eigentlich kein Zug mehr dahin und auch keine Möglichkeit. Ich sag mal so, Corona ist ja jetzt vorbei. Vielleicht sieht das ja der Geschäftsführer von der Messe und sagt, okay, komm doch einfach mal wieder vorbei, dass man da irgendwo wieder was hinkriegen kann. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Ich weiß, da hat damals, glaube ich, ein Angebot in der Runde gestanden, dass die Kids doch mal einfach so eine, ich sag mal, Backstage-Tour bekommen sollten. Ja. Oder so in Richtung. Vielleicht könnte man da noch mal irgendwie was hinbekommen, dass das noch mal ein bisschen auflebt. Weil das ist, denke ich mal, ein schönes Projekt auch an sich. Dass das die Kids wäre dann jetzt vielleicht mit der neuen Schule möglich. Aber das muss jetzt langsam aufgebaut werden. Mhm. Das ist ja völlig, das ist ja weißes Papier alles. Ja. Ich weiß, die Kids, das habe ich auch damals gemerkt, die saugen das unheimlich schnell auf und die sind auch richtig schnell dabei. Ja. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die damals halt auf den einzelnen Webseiten. Damals war es halt Thingiverse und Printables, da gab es noch kein Thanks, da gab es noch kein Makerbolt, kein gar nichts in der Richtung.
da waren die Kids ruckzuck dabei, halt sich Daten runterzuladen und die einfach auszudrucken, ja, in eine Richtung. Ja. Die haben die wildesten Sachen ausgedruckt. Ja. Also sehr zweifelhafte Sachen auch manchmal ausgedruckt. Also Schlagringe oder... Ja, das möchten wir jetzt hier nicht ermutigen. Nein, nein. Also, aber auch wunderschöne Sachen. Wir haben ja nachher als Projekt der im Abschluss, zum Klassenabschluss, diese ganzen Bauwerke der Hauptstädte gedruckt. Also vom Atomium und übers Kolosseum und den Berliner, also das Berliner Brandenburger Tor, Eiffelturm und alles Mögliche. Okay. Und da hatten wir also einen großen Tisch mit all diesen Bauwerken. Das war sehr, sehr schön. Darüber lernten sie natürlich auch. Die, ja, klar. Und die Kids haben auch einiges erstmal angefangen, selbst zu zeichnen. Angefangen von solchen kleinen Einkaufswagen-Chips mit den Initialen drauf und sowas. Ne? Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, genau. Und da haben sie natürlich auch einiges gemacht. Allerdings alles nur erstmal ein Tinkercad, ne? Weil so eine Lizenz für Fusion oder sowas in Richtung kostet natürlich auch unglaublich Geld. Nein, das ist immer noch Tinkercad. Ja. Ja. Ja, mehr muss ja auch nicht sein. Nein, um Gottes Willen. Sie sollen ja erstmal das... Richtig. Alleine der Schritt zum dreidimensionalen Denken ist ja schon mal, dass man ein Objekt auf dem PC zeichnet, was man dreidimensional entwerfen kann und muss. Ja. Denn sonst kann man ja nicht ermessen, ob das nachher auch wirklich in Natura so aussieht. Und dass man eben auch von allen Seiten betrachten kann auf dem PC und kippen und drehen kann. Und das ist ja ein neuer Schritt erstmal, dieses Gefühl zu vermitteln. Und danach erst eigentlich, wenn alles und auf Stabilität zu prüfen und auf, und dann erst den Druck zu organisieren. Und danach passieren immer noch die wildesten Dinge, wenn der Drucker nicht mehr funktioniert oder ein Blub rauskommt statt... Da fängt es dann auch schon mit solchen Basics an, wie fass nicht auf die heiße Druckplatte. Zum Beispiel, ja. Ja. Ja, aber das muss man halt alles irgendwie lernen, Schritt für Schritt. Sind denn jetzt auch die Lehrer in der neuen Schule, ich weiß, damals war so ein bisschen die Begeisterung so ein bisschen zurückhaltend bei den Lehrern in der ersten Schule, weil es halt noch ein komplettes Neuland war? Ja, weil es neu war. Genau. Aber im Grunde genommen war es eine große Sache von dem Rektor damals überhaupt zu sagen, ja, das machen wir, denn es war ja neu. Und dann gleich als Wahlpflichtfach, das war ja eigentlich ein großer Schritt. Also ich achte das sehr groß. Das war eigentlich eine sehr riskante Fastgeschichte, sich auf so etwas einzulassen, was noch so völlig unbekannt war. Aber wir haben ihn damals so über den Haufen geredet. Jetzt auch noch mal so ein kleines bisschen fürs Verständnis. So einen Drucker stellt man auch nicht einfach mal so in eine Schule, sondern so ein Drucker ist natürlich ein technisches Gerät. Ja. Und anspruchsvoll. Genau, auch sehr komplex und auch zum Teil auch ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, aus Prüfersicht ein bisschen gefährlich. Da kann natürlich auch entsprechend durch einen Kabelbruch oder irgendwas auch mal was passieren. Das heißt, wir haben damals müssen die Geräte, die waren ja komplett assembled, also komplett zusammengebaut, von Brucer geliefert worden. Ja. Und die wurden ja dann nochmal speziell abgenommen, damit die überhaupt in der Schule stehen durften. Das heißt, die wurden zertifiziert extra nochmal. Ja. Ne? Das ist ja auch, was man jetzt überlegen muss, dass man da nicht unbedingt jeden Drucker direkt hinstellen kann, sondern das erstmal noch prüfen lassen muss, weil so ein CE-Siegel auf so einem Drucker, egal welcher es ist, auch wenn es dann heißt, okay, wir haben das Zertifikat, ist ja dann auch nicht unbedingt direkt ausschlaggebend für sowas. Ja. Ne? Ja. Hast du eine Ahnung, wie lange das gedauert hat? Das war ja auch bestimmt nicht ganz günstig, sowas zu machen. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Das ist, glaube ich, das hast du irgendwie mit Herrn Schweizer wahrscheinlich organisiert. Ich weiß es auch aber nicht mehr. Das ist lange her, gell? Ja. Ich weiß nur, es war ein Riesenaufwand, die Drucker überhaupt dahin zu bekommen und dann die Lehrer abzuholen, dass die anfangen. Sind denn die Lehrer in der neuen Schule jetzt so ein bisschen schon mal, ich will jetzt nicht sagen Feuer und Flamme, aber haben die schon mal ein gewisses Know-how, was sie mitbringen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Also sie sind zumindest sehr interessiert. Und eigentlich freuen sie sich darauf, das mitzumachen. Und ich habe das Gefühl, sie haben auch ein gewisses Grundwissen. Aber das konnte ich bisher und wollte es ja auch noch nicht abfragen. Das entdeckt man nachher bei der Zusammenarbeit.
Und da der Herr Schweizer Gott sei Dank wieder mitmacht, da bin ich voll sicher, dass das auch alles gut verläuft. Das ist doch super, ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß, ich kann es jetzt momentan in der Relation zur Schweiz, da ist es dann mittlerweile schon so, dass die Lehrer halt, ich sag mal so, die kommen dann auf uns zu, entweder die sind sehr interessiert, wie du es jetzt sagst, oder die haben sogar schon zu Hause eigene 3D-Drucker stehen. Das finde ich, es nimmt mittlerweile schon einen größeren Umfang auf. Es ist auch bekannter geworden, das ganze Thema, was ich gut finde. Also die eine Schule in der Schweiz, die eine Kantonsschule, die ich da unterstützt habe, von der Kantonshauptstadt im Aargau, Aarau heißt die, die haben mir jetzt auch Bilder geschickt, dass die da wirklich physikalische Projekte mitmachen und umsetzen. Halt. Auch so im Bereich MINT und sowas, ne? Wo die dann für den Unterricht oder so in Richtung schon komplexe Sachen drucken. Wobei ich sagen muss, das ist dann schon Gymnasium und sowas in der Richtung Kantonsschule, ne? Finde ich aber interessant, dass es da in der Welt jetzt so langsam und sicher ankommt und dass da die nächste Generation schon so herangezüchtet wird in der Hinsicht, dass die da dann im Betriebsleben halt auch später dann sich gut einfinden können. Weil es ist ja mittlerweile schon überall eigentlich schon Gebrauch. Ja, das ist richtig. Man muss aber auch, glaube ich, einen Unterschied machen, in welcher Schule, ob Gesamtschule oder Gymnasium. Denn es sind ja dann auch andere Klassen. Es sind einmal die 6., 7. und dann dieses vielleicht 8., 9. Also das ist dann schon ein Unterschied. Ja, klar. Und anderer Anspruch natürlich. Und anderes Vorwissen. Also entsprechend fällt es anders aus. Aber es ist ja absolut wichtig, denke ich, dass man auch wirklich frühzeitig anfängt. Und nicht erst, wenn 18-Jährige anfangen mit 3D zu drucken. Ja. Also ich könnte mir denken, dass das auch bei 14-Jährigen durchaus interessant wäre. Also auf kleinerem Level. Aber die Idee, etwas auf dem PC zu zeichnen und zu erfassen von allen Seiten und zu spüren, wie das Ganze ja räumlich aussieht und gedruckt werden kann. Das, denke ich, ist durchaus auch Jüngeren zu vermitteln. Ja, vor allen Dingen in den jüngeren Jahren fängt man dann auch an, erstmal dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, wie man denn 3D überhaupt mal erstmal im Kopf, wie es denkt. Und dann auch das Ganze halt später quasi auf den Bildschirm und damit ins später auf den 3D-Drucker bringt. Ja, halt, ne? Diese ganze dreidimensionale Denkweise halt. Ist ja völlig neu. Denn meistens auf dem Papier sieht alles nur zweidimensional aus. Ja. Und nachher auf dem PC spürt man schon, dass es dreidimensional wird. Und dass man es bewegt und dreht. Und natürlich auch auf Stabilität und auf Ästhetik auch nicht zuletzt aus bewerten kann. Das ist also schon ein Anspruch. Ja. Das haben wir gestern Abend auch im Discord gemerkt. Da haben wir uns drüber unterhalten, dass wir einige Druckteile, hat einer gezeigt, wie sie original ausgesehen haben und wie sie dann später modifiziert ausgesehen haben. Man muss ja nicht nur jetzt auch, Ästhetik ist klar, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wenn etwas nicht schön aussieht, dann druckt man es auch nicht gerne. Ja. Aber was auch mit reinspielt, sind auch Punkte, wie zum Beispiel, lässt es sich überhaupt gut drucken? Ja. Ja, dass die Schüler auch schon verstehen, hey, ich kann jetzt da keinen Überhang mit, was weiß ich, mit 90 Grad, mit einer Brücke über 10 Zentimeter ins Leere drucken. Also es gestützt werden muss. Ja. Genau, es muss entweder gestützt werden oder es muss halt irgendwie mit mindestens mal so 30 Grad im Winkel gedruckt werden, dass dann da halt kein Supportmaterial gebraucht wird oder sowas in Richtung. Ja. Das ist natürlich auch unheimlich wichtig, das an Bewusstsein erstmal reinzukriegen. Das merke ich in meinem Alter, wenn ich es lerne. Ich brauche unheimlich lange momentan dafür, um so neue Sachen aufzusaugen. Ja. Also da erinnere ich mich zum Beispiel beim Atomium, was ja immer diese freien Streben hat. Das musste so stark gestützt werden, dass man vom Atomium mal erst überhaupt nichts erkannte. Und diese ganzen Stützen müssen ja nachher entfernt werden, manuell entfernt werden. Und damit schält man dann eigentlich dieses Objekt erst wieder an die Öffentlichkeit. Richtig, ja. Ja. Jetzt finanziert sich das Ganze natürlich nicht einfach so aus eigener Tasche komplett raus für alle Schulen. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, wie man die Stiftung irgendwie unterstützen kann? Also sei es finanziell oder mit Manpower oder was braucht ihr überhaupt, damit ihr solche Projekte realisieren könnt? Ja, nun, das Einzige, was man erstmal braucht, ist Geld. Das habe ich bisher eben immer selber zugeschossen. Vielleicht habe ich den Fehler gemacht, dass ich es gar nicht nach außen
gebracht habe und es auch nicht bekannt genug ist, sei denn bei den wirklich, bei den Schulen und all den Familien, die damit zusammenhängen. Aber ich selber habe da eigentlich zu wenig zu getan. Das Einzige, was da ist, ist ein Konto. Wenn man möchte, kann man es natürlich gerne bitte bedienen. Die Bankverbindung kommt natürlich unten in die Beschreibung. Bei diesem Projekt zum Beispiel der Nachhilfe brauchte ich halt Helfer. Die habe ich selber versucht, über Freunde zu akquirieren. Falls ich mal ein ähnliches Projekt aussuchen würde, dann brauchte ich natürlich wieder Helfer, aber das von Fall zu Fall. Aber immer braucht man natürlich die Finanzen, um neue Drucker und auch eben das Material. Das verbraucht sich ja auch immer schneller. Ja. Ich packe nochmal den Link zu eurer Webseite unten in die Videobeschreibung. Ne? Ja. Dass man dort auch nochmal, die ganzen Projekte sind ja auf der Webseite, denke ich mal, aufgeführt. Dass man die alle nochmal nachvollziehen kann. Und dann kann man sich auch, glaube ich, die PDFs zu den einzelnen Projekten hier dann entsprechend runterladen. Das hast du immer schön ordentlich entsprechend gepflegt. Die zweite Schule jetzt, da bin ich noch an der Doku. Ich möchte über diese zwei, drei Jahre an dieser Schule eine kleine Doku noch erarbeiten. Das braucht seine Zeit. Und da tue ich mir noch schwer. Aber, und auch mit Hilfe vom Herrn Schweizer, der natürlich zeitlich auch immer überall engagiert ist. Aber wenn die fertig wird, dann kommt die natürlich auch wieder auf die Website. Und also wenn sich noch irgendwo hier in der Region im Rhein-Main-Gebiet noch mal ein zweiter Herr Schweizer finden lässt, der dann entsprechend helfen kann, in der Schule zu unterstützen, das wäre doch auch ganz super. Ne? Das wäre natürlich auch ein Glück, auch mich zu unterstützen. Denn mit meinem zunehmenden Alter tue ich mir natürlich auch ein bisschen schwer, das alles alleine zu organisieren. Und um mehr zu organisieren, dafür ist die Stiftung auch zu klein. Also ich habe Gott sei Dank einen guten Freund, der die Finanzen unter sich ehrenamtlich hat und eine gute Freundin, die die steuerliche Seite hat. Außerdem dich natürlich mit der technischen Seite. Dank an alle, aber den Rest muss ich halt selber besorgen. Und das ist manchmal mühsam und dafür bin ich auch nicht flexibel genug. Nun ja, aber bisher hat es gereicht. Das kostet halt alles Zeit und alles Geld und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man da nicht in allen Ecken und allen Partys gleich mittanzen kann. Nein, das liegt mir auch nicht so sehr. Gut. Es hat mich gefreut, dich wieder im Interview zu haben. Ich hoffe, ich wünsche dir viel, viel Glück mit deiner Stiftung, dass das wieder mehr Schüler entsprechend auch in Sachen 3D-Druck natürlich entsprechend ausgestattet werden. Sobald du der Initiator oder die Initiatorin warst, ich wünsche dir alles Gute mit der Stiftung. Danke. Und euch kann ich nur sagen, guckt mal unten in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Beschreibung. Dort findet ihr alle Informationen zur Stiftung, also Bankkonto, Link zur Webseite, die einzelnen Projekte und. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hold the line, happy printing und ciao.